Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Folge Hunter Call of the Wild. Heute waren wir ein bisschen in Yukon unterwegs, da waren wir glaube ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Aber auch hier gibt es natürlich mit dem neuen Scoring-System ein paar Tiere zu schießen und das haben wir vor, deshalb gucken wir mal, ob die Tiere da auch Bock drauf haben und sich jetzt nicht hier vor mir verstecken im besten Fall. Denn das wäre natürlich so, wo bin ich denn hier überhaupt, an welcher Lodge? Das ist auch eine gute Frage, ne? Wir sind irgendwo ganz unten, ich dachte, ich bin hier oben. Wir reisen mal. Wir reisen mal gerade und zwar zur Ausgangslage, zur Startlodge nämlich hier auf der Map. In der Hoffnung, dass wir dann hier oben irgendwelche Tiere finden, denn da unten hatten wir glaube ich letztes Mal die ganzen Rentiere geschossen, als wir hier waren, ne? Und ein paar Elche glaube ich. Aber weiß nicht, inwiefern da jetzt wirklich ergiebig ist. Deshalb versuchen wir unser Glück mal hier ganz im Startbereich, wo wir zumindest auf ein paar Grizzlies hoffen können, wo wir ein paar Elche vielleicht haben, wo wir ein paar Rentiere haben. Also zumindest ein paar Standardtiere hier oben beheimatet, die wir dann vielleicht nach und nach hier aufspüren können und dann auch erlegen können, wenn wir sie denn sehen. Wenn nicht, dann natürlich nicht, dann ist schwer. Aber ich gebe hier trotzdem mein Bestes, weil da irgendwelche Tiere in den Büschen ausmachen. Ich werde also mal einfach weiter Richtung Landesinnere gehen, gucken, ob da an den Seen dann welche stehen. Meistens sind da dann schon die ersten Tiere relativ zeitnah am Start irgendwo. Also sollten die sich dann hoffentlich gleich auch bemerkbar machen. Ich glaube, spätestens an dem See hier hatten wir immer was. Da werden wir nämlich gleich dann auch mal abbiegen. Und dann in die Position vorrücken und gucken, was da zu holen ist. Ich bin gespannt, ob das was wird oder aber nicht. Das werden wir aber gleich sehen. Ich habe von den Waffen ja dasselbe, was ich immer dabei habe. Ist eigentlich voll das gute Loadout, muss ich sagen. Ne? Man muss es eigentlich so gut wie gar nicht wechseln, außer man hat da wirklich vor, gezielt auf ganz kleine Tiere zu jagen. Aber ansonsten kann man mit dem Loadout, also mit der Solo-Kin, mit der 306 und mit der 300er kann man eigentlich alles ethisch jagen, was echt super ist. Nur den Fuchs nämlich nicht. Oder? Ich weiß gar nicht, ist Waffenklasse 2 mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie Solo-Kin da nicht sogar mittlerweile für zugelassen ist. 3 bis 7. Ist das hier die Munition für Solo-Kin? Muss wahrscheinlich, ne? Okay, dann ist sie nicht zugelassen. Tatsächlich. Aber ist die 243? Guck mal, die 243 ist mittlerweile für Fuchs zugelassen. Das war ja vorher nicht so, ne? Da musste man mit der 223er schießen. Damit das. Aber die Kleinkaliber, war die vorher nicht für einen Fuchs auch? Weiß gar nicht mehr. 22 LFB lang für Büchse. Dachte, die wäre für Fuchs zugelassen gewesen, ehrlich gesagt, aber scheint gerade nicht so zu sein. Zumindest nicht, wenn das tatsächlich so ist, dass der Fuchs tatsächlich Kategorie 2 hat. Ich glaube, gerade an den Fährten ist manchmal ein bisschen buggy, ne? Da will ich mich jetzt auch nicht so drauf verlassen, ehrlich gesagt. Aber könnte durchaus sein, ne? Dass das dann Kategorie 2 ist und die anderen dann eher so Kategorie 1, also Ente, Hase oder so. Wetten nach deiner Ente, hätte man nicht gucken können, ne? Habe ich jetzt drauf geachtet, ehrlich gesagt. Was die für Kategorien haben. So, aber ansonsten sehen wir an Tieren hier erstmal nichts weiter. Das heißt, wir machen uns weiter auf den Weg zu dem Nebensee hier. Und schauen, ob wir da was zu Gesicht bekommen. Denn bisher war hier nur der Fuchs uns angezeigt. Und den wollen wir natürlich nicht, ne? Denn Fuchs, was die ganz gestohlen, haben wir heute keinen Bock drauf. Das wollen wir nicht singen. Also ab in die Büsche, würde ich sagen. Da. Aber auch bisher noch keine Fährten hier großartig, ne? Mal gucken, ob da vorne am nächsten irgendwas steht. Ja, wir haben auch kein Bedürfnisgebiet mehr da. Ich war da mal auch viele, was Bedürfnisgebiete anbetrifft.
Aber auch da ist nichts am Start. Aber da hinten, da steht doch schon mal. Zumindest ein Rentier, wollte schon sagen. Das Bedürfnisgebiet also immer noch vorhanden. Ich bin auch ein bisschen weiter versetzt, aber ich gehe nochmal ein bisschen weiter an den See ran, gucke, dass wir da freies Sichtfeld bekommen, um da vielleicht noch irgendwelche anderen Tiere zu sehen. Ansonsten haben wir da auf jeden Fall ein paar Rentiere, die da hinten drin stehen. Sogar ein männlicher dabei. Das ist ein weiblicher. Das ist auch ein männlicher. Ich glaube, der männliche dahinter, der ist ein bisschen größer noch. Das war schwer, glaube ich, auf den Schussfeld zu bekommen, weil die da in so einer Senke drin stehen, wenn ich das richtig beobachte hier. Aber auf den könnten wir jetzt sogar rein theoretisch schießen. Stehen auch gut auf 300 Meter, ne? Die stehen halt auch gut auf 300 Meter Distanz. Aber ansonsten sehen wir da nichts großartig. Habe ich gerade die richtige Waffe hier? Ich hoffe. So, stellen wir auf 300 und dann gucken wir mal. Getroffen haben wir auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, wie gut. War, glaube ich, gar nicht mal so stark, der Schuss. War da nur 50% angezeigt die ganze Zeit. Aber wir gehen mal einfach weiter darum. Ich call mal ein bisschen für die Rentiere oder für die Karibus, die da hier sind, ehrlich gesagt. Rentiere sind ja auf der Map hier nicht vorhanden. Guck mal, vorne ist doch auch schon wieder, oder? Was machen die denn da? Stehen die einfach da? Das ist eine andere Herde oder das ist die gleiche? Wenn es die gleiche ist, dann sind die aber schnell wieder zurückgekommen, ne? Ich glaube, der linke, da ist auch noch ein männlicher, ehrlich gesagt. Das ist ein weiblicher, aber der ist auch noch. Na. Krieg ich nicht gespottet, ne? Jetzt, genau, das ist auch noch ein männlicher. Aber der andere, der breit steht. Auf den würde ich mich erstmal festlegen. Oh, ein bisschen hoch sogar. Geht's aber gleich um. Der Schuss war auf jeden Fall deutlich besser. So, der liegt da. Aber ich glaube echt, das war ein anderes Rudel, oder? Weiß es nicht. Könnte auch ein selber Rudel gewesen sein. Nicht so ganz sicher. Da unten ist aber auch schon wieder eins. Muss ein anderes Rudel gewesen sein, weil da vorne kommen nämlich die anderen zurück gerade. Ja, sieht man sie hinter der Vertiefung wieder herziehen. Kommen da gerade wahrscheinlich von dem Hang daher oder ziehen einfach komplett in dem Graben lang. Sind auf jeden Fall beide tot. Also die haben wir schon mal beide erwischt. Dann werden wir uns da auf den Weg hin machen. Vielleicht noch da einen oder anderen schießen. Stehen natürlich auch wieder da perfekt in so einem Ding drin. Macht doch, glaube ich, nichts, wenn wir, glaube ich, rechts da auf dem Hang sind, da hinten. Dann könnten wir da vielleicht sogar ein bisschen auf die Rentiere draufspähen, weil von hier zu schießen wird, glaube ich, schwierig. Wir müssen so eine leicht erhöhte Position bekommen. Ich glaube, erst da hinten, ne? Irgendwie der Schuss halt super eklig hier von der vorderen Seite. Warte, dass da jetzt keins gerade breit stand. Wollen wir uns das eigentlich ehrlich gesagt nicht so unbedingt antun. Das ist eine Lichter vorne. Die kommen aber auch nicht mehr den Hang da runter. Zumindest sehe ich sie gerade nicht. Gehen vielleicht weiter im Wald drin. Na. Sehen, dass wir da irgendwie hinkommen. Wenn wir jetzt umlaufen. Dann haben wir natürlich auch das Problem, dass die halt ein bisschen im Wind drin stehen. Was dann auch nicht so ganz hervorragend ist. Aber ich glaube, sie werden schon ein bisschen sichtbarer von hier. Von hier kann ich ja schon einen halbwegs guten Schuss anbringen, oder? Vielleicht noch ein bisschen weiter zurück, damit wir noch leicht erhöht sind. Aber hier, oh, da steht ja gleich schon wieder. Jetzt kommt sogar ein Tick da vorne noch gelaufen. Damit sollten wir sie auf jeden Fall erwischen. Er ist tot. Was hat er vor?
Nach hinten weg, glaube ich, ne? Ja. Also der andere, aber ich glaube, der andere ist auch tot. Also da müssten wir schon wieder zwei Stück von erwischt haben. Und jetzt gehen wir erstmal die anderen einsammeln, würde ich sagen. Oder? Der eine liegt auf dem Hang. Den haben wir gesehen. Und die anderen drei liegen dann irgendwo da hinten. Der steht auch noch immer da, ne? Der steht auch noch immer da. Oh, der ist schlecht getroffen. Der ist schlecht getroffen, denn der hat auch kein großartiges Leben verloren. Gehen wir trotzdem mal schauen. Von hier hat man natürlich den richtig guten Blick auf die Wiese da hinten. Weil es hier tatsächlich die erhöhte Lage haben. Ja. Die anderen, die werden wahrscheinlich auch im Wald hier drin sein. Gehe ich von aus. Dass die da sich ein bisschen zurückgezogen haben und es da dann am Fressen sind. Bis wir jetzt halt wieder am Rennen, weil ich hier ein paar Mal geschossen habe, aber die würden wir wahrscheinlich sogar noch kriegen, wenn wir uns drauf anlegen würden. Aber ich glaube, Rentiere haben wir jetzt erstmal genug geschossen, dass wir die jetzt erstmal einsammeln gehen können. Und dann gucken wir, ob noch irgendwas anderes sich erkennbar gibt in dem Unterholz hier. Erstmal hoch zum Rentier, was hier auf dem Hang liegt. Was das Scorny bei denen sagt, aber ich glaube, da war auch kein richtig starkes dabei, ne? Waren alle so mittelprächtig. Nichts Gescheites. Nehmen wir trotzdem mal alle hier ein bisschen mit. Lol. Ich würde sagen, da ist doch irgendwas im Busch. Zwei Grizzlies sind es nämlich. Aber ehrlich gesagt nicht so richtig reinkriege. Der Schuss war, glaube ich, schon mal gar nicht mal so gut. Jetzt greifen sie mir nie an, das ist schon mal erfreulich. So, da sehen wir die Silberwertung, alles erfüllt, aber 400 brauchen wir für Diamant. Also die waren tatsächlich alle sehr, sehr klein. Die wir hier jetzt hatten. Gehen wir gerade zu denen da hinten. Wir geben den Grizzlies mal gerade ein bisschen Zeit. Weil die sind auch noch nicht tot. Ne? Jetzt ist er tot. Also Grizzly auch erwischt. Ich gehe mal kurz den Waypoint so grob. Wo er gewesen ist. So. Dann führen wir den Anschluss da gleich besser. Hier müssten wir jetzt noch drei haben, richtig? Ich glaube, hier müssten wir noch drei Rentiere irgendwo in den Wiesen über haben. Ja, dann liegen müssen. Ich mache mal gerade hier einen Schnelldurchgang, damit wir noch zum Grizzly wieder zurückkommen. Weil wenn wir jetzt hier nicht alle auf Anhieb finden, wird das hier auch noch ein bisschen dauern. Was ist das da vorne? Ah, das ist ein Toter. Das ist ein toter Karibu. So, hier ist ein Treffer. Tödlicher Treffer. Und welche das alle hier sind, die wir hier erwischt haben. Hier ist auch noch ein Treffer. Ah, da liegen zwei. Da liegt auch noch einer, oder? Ne, ein Stein. Okay, zwei Stück. Da müssen nicht sogar vier liegen, ehrlich gesagt. Wie viel wir hier angeschossen haben. Kannst du halt auch hier nicht mehr erkennen, großartig, ne? Da haben wir auf jeden Fall noch einen angeschossen. Das war der, den wir schlecht getroffen haben. Aber einen müssten wir noch relativ gut erwischt haben, eigentlich, oder? Diesen allerersten, wo ist der denn hin? Ich glaube, der fehlt uns bisher noch. Können wir eben hier die Schweißfette aufnehmen, der ist ja auch tot. Wie wir gerade auf der Map erkannt haben. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nicht noch großartig gerannt ist. Vielleicht noch ein bisschen entgegenkommen, ein paar Meter zurück oder so. Das wäre natürlich sehr angenehm, aber ob er mir den Gefallen tun wird, sieht nicht ganz so aus.
Ah, da vorne ist was abgesprungen. Da noch ein Rentier, glaube ich, in den Büschen drin. Ja, das ist tatsächlich hier die volle Distanz gegangen. Hat aber jetzt noch 25%. Also auch nicht mehr allzu weit. Ah, nicht da vorne, okay. Das haben wir also auch erwischt. Da bleibt halt doch das eine, glaube ich, ne? Ich glaube, das allererste, was wir da hatten. Okay, da crasht mir das Spiel auch mal. Damit ist also der Grizzly auch mal Geschichte. Hatten wir lange keinen mehr, ne? Lange keinen Crash mehr gehabt, tatsächlich. Ich würde gerne das Spiel neu starten, aber Steam lässt mich noch nicht. Ist noch hier irgendwas am Verarbeiten. Hallo Steam. Lassen Sie mich bitte rein. Hatten wir echt lange nicht. Komisch, aber jetzt auch beim Verwerten wieder, ne? Aber der scheint auch gerade irgendwie, ist Steam down oder was? Ja, jetzt, glaube ich. Jetzt gated. Spiel wird gestartet. Ja, so kann's gehen, Leute. So kann's gehen. So. Und dann wieder rein. Na gut, unser Grizzly ist natürlich jetzt weg, ne? Habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier einen Crash kriegen und dann den Grizzly dann nicht mehr rauskriegen. Aber steck's hier drin. Kann ja auch mal wieder passieren. Nach einer ganzen Zeit lang. Aber ich hatte echt eine Zeit lang echt krasse Probleme mit. Mit den ganzen Crashes. Ihr wisst es ja noch. Aber in letzter Zeit ging es eigentlich halbwegs. Also mal hier gestartet, ne? Ich starte mal gerade an der Lodge hier, weil ich glaube, da können wir jetzt vielleicht in den letzten Minuten noch relativ schnell irgendein Tier finden. Weil wir da einfach eine große Übersicht haben. Vielleicht hier noch irgendwas aufspüren. Vielleicht auch noch sogar so ein Wiesent oder so. Ist aber hinter einem Baum, nee, ne? Sah erst so aus, aber da ist tatsächlich nichts. Da hinten sehe ich jetzt auch erstmal nichts großartig. Dann gehen wir mal hier den Weg in den Süden. Und gucken, ob wir da vielleicht ein paar wie sonst noch finden. Die treiben sich auch manchmal hier in den Sümpfen rum. Auch wenn dafür der Wind jetzt eigentlich nicht so optimal steht, ehrlich gesagt. Aber dass wir mittlerweile die 300 haben, ist ja eigentlich schon eine gute Waffe. Wir müssen ja gar nicht so nah ran, wenn wir die halt irgendwo aus der Distanz sehen. Dann könnten wir die zur Not auch schon erlegen. Aber gerade sehe ich da nichts irgendwo zwischen den Bäumen lang huschen. Auf den ersten Blick, deshalb müssen wir einfach mal weitergehen. Und schauen, ob sich da irgendwo eine Gelegenheit ergibt. Vielleicht auch ein Elch oder so, ne? Kann ja auch sein. Da wäre ich jetzt in erster Linie gar nicht so wählerisch, ehrlich gesagt. Aber vielleicht haben wir jetzt auch auf die falsche Karte gesetzt hier mit der Lodge und werden einfach nichts mehr finden. Kann natürlich auch passieren. Eben haben wir noch so zwei, drei Rentiere auch einsammeln können, bevor dann das Spiel abgestürzt ist. War also nicht alles umsonst. Natürlich ärgerlicher gewesen, wenn es beim ersten passiert wäre, ne? Nachdem wir da irgendwie 5, 6 Stück geschossen haben und dann crasht das Ding einfach mal. Das wäre natürlich dann miserabel gewesen, aber so ging es halbwegs. Ich glaube, hier ist auch nichts. Ne, ist zwar eine Fährte. Ich gucke mir gerade an. Das sieht auf einer großen Fährte aus, könnte tatsächlich ein Bison gewesen sein. Ja. Die waren es tatsächlich. Nur leider bin ich anscheinend zu spät. Ich guck mal gerade, wie alt die Fährte ist. Gerade eben tatsächlich. Also die waren auch noch gar nicht so lange, vor allzu langer Zeit hier. Eigentlich müssen die gerade irgendwo hier lang gelaufen sein. Ich guck nur gerade, wohin die Fährte hier geht, weil die Fährte endet einfach. Ne, da oben ist auch keine, ne? Ah, was ist da unten? Ne, da stehen welche von denen, aber die Biesen habe ich doch gerade gehört, oder? Da waren die doch, oder nicht? Ah, da. Da ist er.
Der müsste eigentlich gut getroffen gewesen sein, ja, 50. Rennt er ein paar Mal im Kreis, aber das kann er von mir aus tun. Damit haben wir also auch das gute alte Präriebison erwischt. Na, die stehen sogar immer noch da, zumindest der eine. Anderen sehe ich gerade ehrlich gesagt nicht, aber der wird wahrscheinlich auch noch irgendwo da sein. Also wir mal gucken, dass wir das Bison noch einsammeln. Nicht, dass uns das Spiel wieder abstürzt. Und dann haben wir den zumindest am Start. Ich habe gar nicht geguckt, ob der groß war. Auf jeden Fall männlicher, ne? Auf jeden Fall männlicher, aber ich weiß nicht, ob der vom Scoring her irgendwas getaugt hat. Also müssen wir gucken, dass wir den hier irgendwo liegen sehen. Aber der ist ja nicht allzu weit gelaufen. Ehrlich gesagt, ist er nur da dreimal hin und her gelaufen und hat schon die meiste von seiner, das meiste von seiner Lebensanzeige weggehabt. Okay, da ist der Anschuss. Oder zumindest eine Schweißfährte. Echt noch so weit weggekommen, oder was? Ich dachte echt, der liegt hier. Schon hinter den Tanda oder so. Tödlicher Treffer, gerade eben. Gucken, was die Schweißfährte hier sagt. Mittlerer Blutungsgrad. Wir müssen jetzt da gucken, wo der tatsächlich abgehauen ist. Ah, davon liegt er in den Büschen. Okay. Da müssen wir da doch nicht allzu weit gucken. Denn wenn der in den Tannen liegt, dann nehmen wir einfach den, der da bereit liegt und uns anstrahlt. Nehmen wir den. Dann nehmen wir einfach den. So, mal gucken, was er hat. Gespannt. Ja, Silber tatsächlich. Auch weit weg von Gold, ne? Also nicht allzu groß, war nur ein Dreier. Kein Monster, aber den nehmen wir an. Und damit auch ein Bison erlegt und ein paar Rentiere. Damit, wie sagen, können wir das Video abschließen und beenden. Denn damit haben wir erstmal wieder hier einen Start in Yukon Valley gefunden. Und da mal gucken. Vielleicht beim nächsten Mal auch schon die Schwarzpulverwaffe draußen. Ich weiß gar nicht, ob sie ein Release-Datum gesagt haben. Aber wenn nicht, dann machen wir irgendwo weiter. Aber das soll es irgendwie sein von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.